Jetzt geht es bei uns um den öffentlichen Nahverkehr und vor allem darum, wie Jugendliche ihn in der Region Hannover kostengünstiger nutzen können. Jetzt habe ich den Herrn Adis Ahmetovic an meiner Seite. Du bist Vorsitzender der Jugendorganisation der SPD in der Region Hannover. Herr Ahmetovic, die Jugendorganisation der SPD hat im Wahlkampf sehr offensiv für die Einführung eines massiv rabattierten ÖPNV-Angebots geworben. Welche Motivation stand denn dahinter? Erstmal herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier dazu zu sprechen. Die eigene Motivation war natürlich auch ein ganz großer Faktor, weil jeder von uns war mal Schüler, Schülerin. Und wir haben uns 2015 gefragt, wie können wir das Leben von jungen Menschen spürbar verbessern? Und jeder hat sich selbst gefragt, jeder ist in sich selbst reingegangen und hat reingehorcht, was kann man machen, damit wir wirklich ein besseres Leben in der Region Hannover umsetzen können. Und dann kam auch schnell für uns und auch früh für uns wurde auch klar, das muss die Jugendnetzkarte sein. Wir brauchen eine schnelle und zügige Rabattierung bei der Fahrt im ÖPNV. Und jetzt ist es so, dass es eine ganz bestimmte Zielgruppe gibt. Welche Zielgruppe betrifft das denn? Also für wen gilt das Angebot? Genau. Es geht hier um die Jugendnetzcard. Sie umschließt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch schulische Azubis und Leute, die ein FSJ machen. Bei den Schülerinnen und Schülern, da geht es um Zahlen bei bis zu 82.000 junge Menschen können davon profitieren. 82.000 Schülerinnen und Schüler haben aktuell eine Sparkart-Schüler und sie sollen von der Jugendnetzkarte profitieren. Zusätzlich geht es dann noch um weitere 1.000 schulische Azubis und FSJler, die davon profitieren können. Und dann sind wir bei ungefähr über 100.000 junge Menschen, die wirklich von der Jugendnetzkarte auch profitieren werden. Jetzt ist es so, wenn es eben für Schüler bis zum 13. Schuljahrgang gilt oder eben für Jugendliche, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren oder sich in der schulischen Ausbildung befinden. Das ist zwar schön, aber was ist denn, ist das nicht ein bisschen unfair gegenüber jungen Erwachsenen in der Berufsausbildung? Weil das sind ja immerhin auch Azubis, oder? Ich bin voll der Auffassung, dass das, was wir jetzt haben, nur der erste Schritt sein kann. Wir sind im Wahlkampf mit der Forderung reingegangen, wir wollen Freifahrt für alle. Freifahrt bedeutet wirklich 0 Euro für Schülerinnen und Schüler, für FSJler und für alle Azubis. Genauso aber auch für Jugendliche, die arbeitslos sind. Nicht alle befinden sich automatisch in der schulischen oder in der beruflichen Ausbildung. Aber wir müssen irgendwo einen ersten Schritt machen. Es wurde gewählt, es gibt eine politische Konstellation auch in der Regionsversammlung und da muss man auch Kompromisse finden. Und ich finde, dass wir von dieser Hauptforderung, die wir haben, von diesem Freifahren, einen super ersten Schritt erzielt haben und einen super ersten Erfolg, wo wirklich über 100.000 junge Menschen profitieren werden. Wenn man sich überlegt, wie viel das im Monat ist, der Minimalersparnis liegt bei 15 Euro bei Schülerinnen und Schülern, der Maximalersparnis bei 35 Euro. Und bei schulischen Azubis kann der Maximalersparnis bis zu 65 Euro im Monat liegen. Wenn man sich überlegt, als junger Mensch, dass man 65 Euro oder 35 Euro im Monat mehr hat, ist das wirklich wahnsinnig viel. Ich kann nur persönlich von mir erzählen, ich musste damals in der Oberstufe, weil ich keine Fahrkarte bekommen habe, als Reinigungsmann in der Sparkasse putzen, um mir zusätzlich neben meiner Freizeitaktivität ein Ticket zu kaufen, Zwei-Zonen-Ticket, was 42 Euro gekostet hat. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich nur 15 Euro zahlen muss, 50 Cent am Tag, ist das Wahnsinn. Nun ist es ja auch mehr als eine soziale Errungenschaft. Schließlich stärkt eine frühe Bindung an den ÖPNV auch das Bewusstsein für später, indem man dann zum Beispiel an das eigene Auto verzichtet. Würden Sie das auch so sehen, dass die Einführung der Jugendnetzkarte auch eine Investition in den Klimaschutz ist? Es ist, wie gesagt, wie Sie schon richtig gesagt haben, eine sozialpolitische Errungenschaft. Genauso ist es das frühe Heranführen von jungen Menschen an den ÖPNV. Wir gewöhnen ihn daran. Wir zeigen die Stärken der Region Hannover. Wir binden die Leute auch gemeinsam miteinander zusammen. Wir sind nicht nur eine Stadt Hannover. Wir haben nicht nur die Wedemark. Wir haben nicht nur Neustadt. Sondern wir verbinden wirklich die gesamte Region Hannover, weil unser Ziel ist es wirklich, auch eine gemeinsame Identität zu schaffen. Und zusätzlich ist das alles auch noch ein wirklich positiver Faktor für die Ökologie. Weil wenn die Leute verzichten, von den Eltern gefahren zu werden oder eine Ausbildung, selbst mit dem Auto zu fahren, ist das klasse. Und darüber hinaus ein Punkt, der klingt vielleicht jetzt pathetisch, aber diese Initiative kam von uns jungen Menschen 2015 innerhalb der SPD wie Jusos, aber auch darüber hinaus mit vielen Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Stadtjugendring, Regionsjugendring waren wir im Austausch. Und alle Menschen haben gesagt, wir brauchen
Zeiten einer Vergünstigung. Und dass wir junge Menschen gemeinschaftlich es geschafft haben in einer Demokratie, wo viele Menschen sagen, Politik für junge Menschen, die sind so oder so sekundär oder tertiär, die haben so oder so keine Chance, dass wir es binnen 2 Jahren geschafft haben, 2,5 Jahren geschafft haben, das durchzukriegen, ist auch ein demokratischer Erfolg für die jungen Menschen. Deshalb ein Appell an alle jungen Menschen, wenn ihr ein Ziel habt, verfolgt das bitte. Wie ihr sehen könnt, man kann es auch umsetzen. Herr Metovic, vielen Dank für die Infos und dass Sie bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank.